Aber wenn wir einmal irgendwie so eine Erfahrung gemacht haben, dass mal was nicht funktioniert hat, heißt das ja nicht, dass das nie wieder funktioniert oder überhaupt nicht funktioniert für dich. Und das meine ich mit Krone richten und weiter geht's. Und du hast aber auch schon mal deine Krone immer und immer wieder gerichtet und bist weitergegangen. Und zwar, als du angefangen hast zu laufen. Aber du hast im wahrsten Sinne des Wortes nicht aufgegeben, du wolltest aufrecht gehen und hast deine Krone gerichtet im wahrsten Sinne des Wortes und hast so lange weiter geübt, bis es funktioniert hat. Hallo, ich grüße dich ganz herzlich zu Tag 16 der Seelenfreude-Challenge heute am Nachmittag hier live aus dem Auto. Ich hoffe, jetzt die Internetverbindung. Die klappt. Was heute Morgen los war, keine Ahnung. Ich war den ganzen Tag jetzt heute unterwegs, in Terminen eingebunden. Bin jetzt auch nur auf dem Zwischenstopp, deshalb aus dem Auto. Ja, wenn ich gut zu sehen und zu hören bin, bitte mal gerne Daumen hoch oder ein Herzlein oder was ins Kommentarfeld reinschreiben, dass ich das weiß. Nicht, dass ich hier jetzt noch vor der Kamera quatsche und keiner hört mich richtig. Ich sehe, es sind Zuschauer da. Und dann können wir auch gleich starten. Heute geht es um das spannende Thema Krone richten und Tatsachen in die Augen schauen. Die Tatsachen sehen. Kennst du wahrscheinlich noch so aus deiner Kinderstube. Bleib mal auf dem Boden der Tatsachen. Das haben wir alle mehr oder weniger gehört. Liebe Sylvia, hallo, schön, dass du dabei bist. Bin ich gut zu sehen und zu hören? Schreib mal ein Ja oder gib mal einen Daumen hoch, das geht noch schneller. Okay. Gut, wunderbar. Ich möchte dir mal heute noch mal ins Bewusstsein rufen oder in Erinnerung rufen, was für ein wunderbares Wesen du bist, was für eine wunderbare Frau, was für ein wunderbarer Mensch, wenn du als Mann hier zuschaust, was für ein wunderbarer Mann du bist. Und mit dem wunderbar meine ich auch, dass du eigentlich auch Wunder kreieren kannst. Wunder kreieren in dem Sinne, dass du dir selbst deine Realität, danke Silvia, dass du dir deine Realität so erschaffst, wie du es möchtest. Und ich habe dir auch mal heute so zwei, drei Beispiele mitgebracht. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig mit Beispielen eigentlich, weil ich damit deinem Verstand einfach auch Futter gebe. Der Verstand, der Denker, der will immer alles gleich greifen, der will immer gleich alles sehen, der will immer gleich Ergebnisse haben. Aber das funktioniert auf der energetischen Ebene nicht. Ja? Und deshalb bin ich eigentlich ein bisschen zurückhaltend immer mal mit Beispielen. Aber ich habe mich heute dazu entschlossen, dir doch mal so zwei, drei Beispiele, die jetzt gerade so bei mir aktuell sind, mit auf den Weg zu geben, um es ein bisschen greifbarer zu machen, wenn ich sage, du selbst erschaffst dir deine Lebenswirklichkeit und du kannst auch Wunder kreieren. Und da sind so Dinge, die wir oftmals so als selbstverständlich sehen, die wir gar nicht so anerkennen, was wir tagtäglich so machen. Da sind schon größere und kleinere Wunder dabei. Mal ein Beispiel. Ich war vor 2 Wochen, ist das jetzt her, oder nee, eine Woche erst, war ich mit meinem Mann unterwegs zu einem Fotoshooting. Er hatte ein Fotoshooting gehabt. Und ich bin dann beim Fotoshooting nicht direkt dabei geblieben. Wir waren dann so verabredet, dass er mir über WhatsApp schreibt, wenn die mit dem Shooting fertig sind, dass ich einfach nochmal dazukomme, dass wir die Bilder dann gemeinsam anschauen und aussuchen. Bin da so durch die Ladenstraßen geschlendert und hatte so die Idee, komm, ich lasse mir jetzt mal eine neue Brille machen. Die Gläser hier nicht mehr so richtig passen. Habe schon seit längerer Zeit eigentlich auch vor, mich von der Brille zu verabschieden. Habe auch so ein Augentraining, was ich ab und zu mache, habe auch so eine. Jetzt war die Verbindung wieder weg. Und so verschiedene Dinge, die ich dazwischendrin machen. Aber es ist mir anscheinend nicht wichtig genug, doch mich von meiner Brille zu verabschieden. Ich bleibe einfach nicht dran.
Das ist ja auch so, wie es ist, ist es ja auch in Ordnung. Es ist für mich einfach immer noch einfacher, dann die Brille aufzuziehen, statt da ständig dran zu bleiben. Liebe Margarete, schön, dass auch du mal live dabei bist. Schön, dich zu sehen oder vielmehr, ja, hier zu sehen in dem Sinne. Und so habe ich mich dann ganz kurzerhand entschlossen, mir eine Brille machen zu lassen, eine neue. Und habe dann gefragt, wie lange braucht es, bis die Brille fertig ist. Und da hieß es ja so 2-3 Wochen etwa. Und als wir aus dem Geschäft rausgegangen sind, habe ich zu meinem Mann gesagt, ich würde die Brille, die neue, ja jetzt schon gerne haben, wenn wir nach Berlin fahren. Also wir fahren morgen nach Berlin, da hätte ich sie ja schon gerne dabei. Und lassen wir die mal machen, lassen wir mal ein Wunder geschehen, dass die Brille vorher noch fertig ist. Okay, und dann habe ich gestern in dem Brillengeschäft angerufen und habe gesagt, ich weiß, sie haben mir gesagt, die Brille ist erst, ich glaube, die Brille ist erst so 26. oder so irgendwas, ich weiß das Datum jetzt nicht fertig, aber ich wollte trotzdem mal nachhören, ob ich sie nicht schon mit abholen kann, weil wir fahren weg und dann hätte ich sie gerne. Und die Dame guckt dann im Computer gestern nach und sagt zu mir, ich sehe, die geht gerade erst in die Produktion, die ist noch nicht fertig und naja gut, okay, dann hieß es, keine Chance, die Brille jetzt noch zu bekommen, bevor wir nach Berlin fahren. Das war die Auskunft gestern. Das habe ich gestern Abend meinem Mann dann auch erzählt und habe gesagt, irgendwie seltsam, irgendwie hatte ich das Gefühl, ich kann doch diese Brille mitnehmen nach Berlin jetzt schon. Habe dann aber losgelassen. Also wir sind auch damals aus dem Geschäft raus vor einer Woche und ich habe da losgelassen, habe nur für mich gedacht, irgendwie finde ich es in mir, ich hätte die Brille gerne, um sie mitzuholen nach Berlin. Und als ich heute Morgen zu Hause weggefahren bin, habe ich noch schnell ins E-Mail-Postfach geguckt. Und was ist da drin? Eine E-Mail mit der Benachrichtigung, die Brille ist da. Wie auch immer dieses Wunder über Nacht geschehen ist, die Brille ist da. Und die gehe ich jetzt gleich abholen. Und so können wir mit einer entsprechenden, das ist ja jetzt nicht lebensnotwendig, sowas, ob ich jetzt diese Brille habe oder die neue, das ist ja eigentlich egal. Es hat nichts mit lebensnotwendigen Dingen zu tun, aber mein Ansinnen war es einfach irgendwie, die hätte ich gerne und so habe ich dieses Wunder jetzt einfach im Grunde genommen kreiert und so kreierst du auch Wunder, wenn du es denn unter den Aspekten mal siehst. Das gleiche mit dem Führerschein. Ich habe einen internationalen Führerschein jetzt beantragt, damit ich einfach da auch unterwegs mal flexibler bin im Ausland, vor allem im asiatischen Raum mal ein Auto auch mieten kann, mal selbst mit dem Auto unterwegs sein kann oder Zypern würde jetzt zwar reichen, europäischer Führerschein, aber das wollte ich jetzt auch so über die Bühne kriegen, auch wenn ich jetzt zum 1.6. meinen Wohnort noch nicht nach Zypern verlege, wie das ursprünglich mal geplant war, weil jetzt einfach organisatorische Dinge im Hinblick auf die Firma. Da gibt es einfach so gewisse Dinge jetzt noch seitens des Steuerberaters zu beachten und das ist mir jetzt einfach zu heikel und es ist ja im Prinzip wurscht, wie lange ich jetzt meinen Wohnsitz noch in Deutschland habe. Das war ja nur so eine Idee von mir zum 1.6. dann schon. Ja? Also das wird nach hinten verlegt, aber was ich jetzt halt schon noch gerne gehabt hätte, ist meinen internationalen Führerschein jetzt schon mitzuholen, weil wir die nächsten Wochen, wenn ich jetzt von Berlin zurückkomme, dann geht es erstmal noch nach Österreich und im Juni sind wir auch ziemlich verplant, bevor wir dann nach Griechenland und Zypern aufbrechen, da hätte ich einfach dieses Teil gerne schon. Aber da ich noch so einen ganz antiken, uralten Führerschein hatte, den ich mal mit 18 bekommen habe, musste ich erst einen anderen Führerschein beantragen und erst dann mit der Beantragung des anderen Führerscheins darf mir ein internationaler Führerschein ausgehändigt werden. Und da hieß es auch, das dauert eine Weile, bis das durch ist. Es sei denn, ich stelle irgendwie einen Sonderantrag, was dann auch nochmal mit Kosten verbunden ist, aber das wollte ich ja alles nicht. Und auch da kam heute Morgen die Mail, dass ich den Führerschein heute abholen kann, beziehungsweise beide, den neuen Führerschein, diese Kärtchen, die es ja da inzwischen gibt, und den internationalen Führerschein. Ja? Und noch ein weiteres Beispiel, auch nochmal so für dich, wo du einfach auch in deinem Leben, wir haben ja jetzt schon viel drüber gesprochen, so bewusst zu sein, in der Wahrnehmung zu sein, sich leiten zu lassen. Bewusst leiden zu lassen, aber in der Wahrnehmung zu sein.
Ich bin diese Woche morgens zum TÜV gefahren. Meine Kinder, die liegen mir schon eine Weile so ein bisschen in den Ohren, dass es doch eigentlich mal Zeit wird, dass ich mir mal ein anderes Auto gönne. Ich war da so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich jetzt ein neues Auto brauche oder nicht. Und habe dann einfach gesagt, okay, zu meinem Mann auch schon, ich lasse jetzt den TÜV entscheiden. Wenn der TÜV uns jetzt scheidet, im wahrsten Sinne des Wortes, okay, kümmere ich mich um ein anderes Auto, ansonsten bleibt das Auto hier einfach noch, ja. Weil so viel liegt mir jetzt auch nicht da dran. Da bin ich so ein bisschen ökologisch einfach auch angehaucht und denke, der tut es ja einfach noch. Und auf dem Weg zum TÜV habe ich dann so darüber nachgedacht, ob es jetzt wohl ein anderes Auto gibt oder nicht. Bin mal gespannt, so mit einer gewissen Neugierde, weil wenn ich so ganz ehrlich zu mir bin, ja, tut es das Auto einfach noch. Es war nur so mentale Ausrichtung, vor allem von meinem Sohn, der mich gefragt hat, im nächsten Monat fahre ich mit ihm zusammen, nee, im Juli ist das, ja, im Juli, zusammen auf eine Fortbildung nach Österreich. Und da meinte er, kannst du nicht da schon ein neues Auto, ein anderes Auto holen, dass wir nicht mit dieser älteren Kiste hier losfahren müssen. Und als ich dann bezahlt hatte beim TÜV und Schlüssel alles dort abgegeben hatte, fragte der Mann an der Rezeption oder wie man das dort nennt, mich schon, sollen wir Ihnen in 2 Jahren Bescheid geben, wenn der nächste TÜV fällig ist? Und da habe ich schon für mich gedacht, aha, das scheint schon ein erstes Indiz zu sein, dass in meinem Auto noch alles in Ordnung ist. Und so war es letzten Endes auch. Ich habe dann alles dort gelassen, bin um die Ecke, war noch einkaufen, habe gesagt, ich komme noch mal, muss ja jetzt nicht hier rumstehen, kann ja eh nichts machen. Ja, und habe dann meine TÜV-Plakette bekommen. Es ist dann noch, also TÜV-Plakette habe ich noch nicht, den Bericht, eine klitzekleine Kleinigkeit ist noch zu machen und dann bekomme ich die TÜV-Plakette. Und das sind so Dinge, die du wahrnehmen kannst, wo du Botschaften vom Universum bekommst, die wir gar nicht oftmals zu so sehen. Das möchte ich dir damit mit auf den Weg geben. Weil so der erste Hinweis, der hat ja einfach mal so an der Rezeption von sich gegeben, sollen wir Ihnen in 2 Jahren nochmal Bescheid geben, wenn die nächste TÜV-Untersuchung fällig ist. Das war für mich so der erste Hinweis. Und auf solche Art und Weise agiert einfach das Universum, wenn du offen bist. Wenn du das so wahrnimmst, wenn du das so siehst und wie du auch bewusst mit deiner mentalen Ausrichtung auch kleinere und größere Wunder geschehen lassen kannst. Okay? Also das mal so jetzt gerade so Beispiele aus meinem aktuellen Leben für dich so ein bisschen als Futter, als Rückenstärkung. Dann kommen wir zu dem heutigen Thema: Krone richten und Tatsachen ansehen. Was meine ich mit Krone richten? Also ich würde mit dir gerne jetzt nachher abschließend noch so eine kleine Übung machen, um das Kronenchakra zu aktivieren. Und mit Krone richten meine ich im übertragenen Sinne, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes hier, dein Krönchen auf dem Kopf richten und weiter geht's. Denn das hast du alles schon mal gemacht. Wir haben als Erwachsene nur so viele Dinge über uns gelegt, Schleier über uns gelegt, wo wir so viel an uns zweifeln, dass wir das nicht können und das geht doch nicht, weil und das funktioniert doch nicht. Und wenn es doch so einfach wäre, dann würden es doch alle machen. Und solche Dinge schwirren uns an Gedanken durch den Kopf aufgrund von Prägungen, aufgrund von Erfahrungen, die wir natürlich auch schon mal gemacht haben, wo wir dran anknüpfen. Aber wenn wir einmal irgendwie nur so eine Erfahrung gemacht haben, dass mal was nicht funktioniert hat, heißt das ja nicht, dass das nie wieder funktioniert oder überhaupt nicht funktioniert für dich. Und das meine ich mit Krone richten und weiter geht's. Im übertragenen Sinne. Als kleine Kinder sind wir morgens aufgewacht, konnten jegliches Wunder dieser Welt erschaffen, wir konnten alles erreichen. Es war alles möglich, wir konnten die Welt erobern und wir standen mit großen Augen da. Was kann ich heute alles entdecken? Was kann ich heute alles machen? Ja? Das sind Dinge, die uns verloren gingen im Laufe der Jahre. Und du hast aber auch schon mal deine Krone immer und immer wieder gerichtet und bist weitergegangen. Und zwar, als du angefangen hast zu laufen. Du hast irgendwann mal festgestellt, rundum laufen irgendwie alle auf 2 Beinen. Und ich krabbel hier auf allen Vieren auf dem Boden. Ich will auch auf 2 Beinen laufen. So, und was hast du gemacht? Du hast geübt, geübt, geübt. Du hast dich an die Hand nehmen lassen, hast dich an den Schränken hochgezogen, bist hingefallen, hast geweint, es hat wehgetan.
hast dich trösten lassen oder bist auch nicht getröstet worden. Jeder hat ja da so seine eigenen Erfahrungen gemacht. Aber du hast im wahrsten Sinne des Wortes nicht aufgegeben. Du wolltest aufrecht gehen und hast deine Krone gerichtet im wahrsten Sinne des Wortes. Und hast so lange weiter geübt, bis es funktioniert hat. Und genau so ist das jetzt in deinem Leben auch. Wenn du in dich hineinlauschst und Dinge in dir findest, die du wirklich aus ganzem Herzen machen möchtest, im Hinblick auf die Dinge, die deinem Seelenplan entsprechen, dann kannst du das auch erreichen. Und jetzt komme ich noch zu dem Wortspiel, den Tatsachen ins Auge schauen, weil wir haben schon so oft ja auch vom Umfeld gehört, früher bleib mal auf dem Boden der Tatsachen. Diese Tatsachen sind ja im wahrsten Sinne des Wortes Sachen, die wir aufgrund unserer Taten im Außen uns erschaffen haben. Das sind die Tatsachen, die du jetzt als Realität im Außen vorfindest. Weil du auf irgendeine Art und Weise gedacht hast und dann ins Handeln gekommen bist, also ins Tun gekommen bist, sei es jetzt bewusst oder unbewusst, aber das sind die Tatsachen, die du jetzt in deinem Leben vorfindest. Und wenn es da Dinge gibt, die nicht so sind, wie du es gerne hättest, sei es beruflich, privat, gesundheitlich, dann kannst du da dir andere Tatsachen im wahrsten Sinne des Wortes erschaffen. Verstehst du, wie ich das meine? Du darfst dann nur deine Gedanken beobachten, deinen Denker, der dir dann sagt, das geht doch nicht, weil, wenn es so einfach wäre, würde es ja alle machen. Du, meine Liebe, erschaffst dir deine eigene Realität. Und da ist natürlich auch ein bisschen Geduld mit angesagt. Diese Wunder, die wir kreieren können, was wir so als Wunder dann bezeichnen, das ist ja nichts anderes als Dinge, die wir vorher nicht für möglich gehalten hätten. Das geht nicht so auf Fingerschnipp. Sondern der Weg ist das Ziel dahin, ja? Und je mehr du auch diese Kleinigkeiten siehst, was ich dir gerade so als Beispiel jetzt aus meinem aktuellen Leben gesehen habe, umso mehr du diese Dinge in deinem Leben für dich entdeckst, umso mehr Freude hast du auch daran, umso mehr kannst du spielerisch nochmal im wahrsten Sinne wie ein kleines Kind auch daran gehen, mit einer kindlichen Neugierde, und zu schauen, bin mal gespannt, wie das Universum agiert, auch mit meiner Brille. Ich habe auch gedacht, bin mal gespannt, wie das Universum agiert. Und als ich gestern Morgen zum Telefonhörer gegriffen habe und da nochmal in dicken, fetten Lettern gelesen habe, 26. Mai ist die Brille erst fertig und die sagt mir dann auch noch am Telefon, die ist erst in der Produktion. Ja, aber trotzdem ist dieses Wunder jetzt im wahrsten Sinne des Wortes geschehen. Und diese Kleinigkeiten, die haben mir im Laufe der Jahre so viel Rückenstärkung gegeben, weiter immer mehr und mehr mein Leben mir so zu erschaffen, wie es mir und meinem Herzen entspricht. Und das kannst du genauso. Ich bin da keine Ausnahme. Das kannst du ganz gleich, in welcher Situation du gerade steckst, sei es beruflich, privat, gesundheitlich, was auch immer dein Thema gerade ist, das kannst du genauso. Und deshalb nimm diese Metapher, Krone richten und weiter geht's. Okay? Und jetzt beschäftigen wir uns abschließend noch mit dem Kronenchakra, das sich ja hier in der Mitte von unserem Schädel befindet. Und machen mal noch eine kleine Kronenchakra-Atmung. Okay? Bist du bereit? Dann schließen wir gerne mal die Augen, nehmen eine bequeme Sitzhaltung ein. Der Rücken sollte möglichst gerade sein, sodass die Energie auch frei fließen kann. Die Hände gerne auf den Handflächen nach oben. Mit den Handflächen nach oben gerichtet auf die Oberschenkel legen, so wie um alles Gute aufzufangen. Die Füße nebeneinander auf dem Boden, sodass du auch Kontakt zur Mutter Erde hast, die dich nährt und trägt. Und dann atme gerne mal so 2-3 Mal. Durch deinen Mund aus. Lass dich in deinen Körper sinken. Lass die Schultern sinken. Gerne auch mal mit so einem Seufzer. Und komm so ganz im Hier und im Jetzt an. In deinem Raum, aber auch in unserem gemeinsamen energetischen Raum hier.
Lass den Atemstrom durch deine Nase ganz leicht und frei ein- und ausströmen. Beobachte für einen Moment deinen Atemstrom, wie es dich atmet. Nimm die Stille wahr, die beginnt sich auszubreiten. Nimm mal wahr, wie gut das tut, jetzt so ganz im Hier und im Jetzt anzukommen. Ganz liebevoll deinen Körper wahrzunehmen. Ganz liebevolle Gedanken auch an Mutter Erde zu schicken. Und dann lade ich dich ein, mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Kronenchakra zu gehen, das sich in der Mitte deiner Schädeldecke befindet, nach oben gerichtet ist. Geh einfach mit deiner Aufmerksamkeit mal in diesen Bereich und stell dir vor, wie dein Atemstrom jetzt über diesen Bereich ganz tief und genüsslich einströmt. Und wieder ausströmt. Einfach vorstellen, wie es wäre, wie dein Atemstrom über diesen Bereich jetzt ganz tief und genüsslich ein- und wieder ausströmt. Sehr schön. Und jetzt stell dir vor, wie lilafarbenes Licht, Liebe und Lebensenergie in diesen Bereich einströmen. Und wie das Kronenchakra sich mit jedem Ausatmen mehr und mehr öffnet. Ganz tief und genüsslich strömt über deinen Atemstrom, über dein Kronenchakra lilafarbenes Licht, Liebe und Lebensenergie ein. Mit dem Ausatmen über dein Kronenchakra öffnet sich dein Kronenchakra mehr und mehr und damit auch dein Zugang zu deinem Überbewusstsein, zu der Quelle allen Seins, zu allem, was ist, welchen Namen du auch immer dafür hast, zu diesem wissenden Feld, das auch dich umgibt. Lilafarbenes Licht, Liebe und Lebensenergie strömen ein und wieder aus. Mach das einige Male ganz in deinem eigenen Rhythmus. Sehr schön. Und dann richten wir die Aufmerksamkeit nochmal auf unseren Atemstrom, der durch die Nase ein- und ausströmt. Stellen uns vor, wie wir über den Atemstrom durch die Nase den Atemstrom bis in den Bauch lenken können, also ganz tief und genüsslich einatmen und den Atemstrom bis zu unserem Körpermittelpunkt, bis zum Bauch richten und lenken können und uns so zusätzlich noch zentrieren. Sehr schön. Und nimm dann einen bewussten Atemstrom nochmal, Atemzug. Und mit dem Ausatmen öffnest du nochmal deine Augen und kommst wieder hellwach, topfit und voll guter Energie im Hier und im Jetzt an.
Sehr, sehr schön. Das ist etwas, was du auch immer und immer mal wieder zwischendrin, wie es dir in den Sinn kommt, machen kannst, um den Kontakt zu deinem Überbewusstsein, zur Quelle allen Seins, welchen Namen zu deinem höheren Selbst, welchen Namen du dieser Energie auch immer geben möchtest, machen kannst, um das einfach zu unterstützen und dein Kronenchakra zu öffnen, diesen Zugang zu öffnen, dir selbst gegenüber. Okay? Gut, schreibt mir gerne mal eure Erfahrungen da rein. Ich werde nachher in die Kommentare gerne noch reinschauen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann morgen früh nochmal mit stabiler Internetverbindung. Okay, bis dahin. Ciao. Habt einen wunderbaren Tag.